Herzlich willkommen. Ich mache für euch heute ein Update bzw. ein Unboxing Update, ja. Also ich habe ja hier mein altes Nubia, ja. Also ich meine, das hat mir jahrelang gute Dienste geleistet, aber wenn man sich eigentlich überlegt, dieses Handy, was kann das? Das kann telefonieren, das kann SMS schreiben, es kann telefonieren und ja, also von einem Handy muss man heutzutage einfach mehr erwarten. Und ja, deswegen habe ich mir das neue Produkt von Pineapple geholt, nämlich das Mandarin 2.01i. Ja, wie man hier sieht, das ist schon sehr schön in der Steelbox hier drin. Sieht cool aus, so von der Verarbeitung her. Ja, es ist jetzt schon, passt nicht mehr so ganz rein, weil ich habe es schon aufgemacht, die Plastikverpackung und so entfernt. Und der Aufkleber ist auch nicht mehr drauf. Ja, ich fand den Preis nicht so cool und ehrlich gesagt, das Logo von Pineapple, das finde ich jetzt nicht so toll. Naja, jedenfalls gucken wir hier mal rein, ja, was wir hier haben. Das ist erstmal hier Bedienungsanleitung, ja klar, kann man auch mal hier aufklappen. Also ich zeige dir euch mal jetzt so, hier so. Ja, ist ein bisschen schwer, ich habe die jetzt hier noch nicht so aufmerksam durchgelesen hier. Also kann man sich mal angucken, so ist eigentlich ganz interessant so. Okay, und dann haben wir hier den Garantieschein, der ist jetzt hier schon entsiegelt, weil wie gesagt, ich habe es schon aufgemacht. 2 Jahre Garantie und wenn man sich im Internet anmeldet, kann man die auf, dann haben wir hier das eigentliche Produkt hier, auch schon in dieser ja, schmuckvollen Verpackung hier. Die muss man mit einem, ja, so einem Schraubverschluss hier, muss man den Schraubverschluss aufdrehen, ja, dann faltet sich das hier so auf. Ist eigentlich ganz cool und da ist das eigentliche Produkt. Das lege ich aber jetzt erstmal zur Seite, also die Verpackung auch. Genau, und dann haben wir hier noch, weil integriert in dem Ding sind, ich glaube, irgendwas, 1 GB Speicher oder so ist da drin und mit den Speichersticks hier, die extra für dieses Gerät entwickelt wurden, ja, also die kann man, also das, da kann man keine normalen SD-Karten verwenden, aber SD-Karten Standard und so sind grundsätzlich scheiße sowieso. Also wenn man das noch erweitern hier ganz einfach, man steckt es einfach hier unten in die dafür vorgesehene Öffnung rein, schon ist drin. Ja, kann man bis zu 32 GB erweitern, ganz cool, ja. Und hier, das ist das Ding, wenn ihr mal, also wenn daran irgendwas kaputt gehen sollte, was ich nicht glaube, aber wenn es kaputt gehen sollte, ist das Reparaturwerkzeug hier, damit ihr an die Verschalung und an den Akku und so rankommt. Ja, also wie gesagt, Speicher hier. Das Ding an sich ist relativ robust, ja. Also kann man sehen, ist kugelförmig, ja, hat eine stabile Form, wenn man es auf den Boden fallen lässt, ja. Ich blende euch dann auch hier noch irgendwie so ein Testvideo ein, wo man sieht, wie ich das so runterfallen lasse. Ja, da warte ich jetzt gerade mal. Okay. Ja, genau. Also das Ding ist cool. Das hat eine ziemlich lange Akkulaufzeit, ja. Also irgendwie, ich glaube, einen Monat oder so. Aber das Problem ist, die haben leider kein Ladegerät dazu gelegt. Ich habe auch im Internet noch keins gefunden. Das macht aber gar nichts. Ein Tipp von mir, legt es, wenn ihr es nicht braucht, in die Gefriertruhe und das Ding, das hält ohne Witz, wenn ihr es nicht rausnehmt, das hält bestimmt 1 oder 2 Jahre lang in der Gefriertruhe, ja. Ja, gut. Aber jetzt wollte ich euch mal zeigen, was so unter der Haube steckt, ja. Also ich mache das hier jetzt mal auf mit dem Reparaturwerkzeug. Wichtig hier, diese Öse, ja, steht auch in der Betriebsanleitung. Ja, müsst ihr hier einführen. So, ja. Und dann wird hier automatisch die Verschalung geöffnet, ja, von dem elektrischen Gerät. Das erkennt es irgendwie. Ich weiß nicht so ganz, wie es funktioniert. Keine Ahnung. Jedenfalls fährt dann hier das Ding auf, okay? Und dann müsst ihr hier die Klappe, die Klappe und die Verschalung hier so ein bisschen abmachen. Das ist nicht so ganz einfach, ja? Also es ist, wie gesagt, eigentlich soll man das auch vom Fachmann machen lassen, aber ich mache das jetzt hier mal, okay? Um euch mal zu zeigen, was da so an Hardware und so drin steckt, ja, wie wir es hier sehen, auch schon sehr schön fraktal so verziert, also die haben sich auch innen drin sehr viel Mühe gegeben, ja, und wie gesagt, da steckt ja auch pure Power drin, ja. Moment, das ist jetzt, ja, hätte ich mich vielleicht vorbereiten sollen, dachte ich mir so, wo ich jetzt schon die ganze Verpackung weggeschmissen habe, aber gut, jetzt sind wir auch schon fertig, also hier sieht man die Hardware des Ganzen. Ja, hier nochmal der Eingang, wo der Speicher drin steckt, den ich jetzt hier irgendwie verlegt habe. Ja, ist auch egal. Jedenfalls, da kommt der Speicher rein, ja. Hier haben wir die Benutzeroberfläche, also beziehungsweise das, was hinter der Benutzeroberfläche steckt. Wie gesagt, hier Bildschirm,
voll und ganz. Das Ding besteht praktisch nur aus dem Bildschirm, den man bedienen kann. Ganz cool. Und wenn man hier reinguckt, ja. Hier lassen wir mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kernpower, ja. Also das stellt jedes Gerät auf dem Markt in den Schatten, ja. Hier kann man es nochmal genau angucken, wenn ihr, ja. Also wirklich 1A Gerät. Wenn ihr es wieder zusammenbaut, einfach so, irgendwie so, so. Ja, also ja, gut. Wie gesagt, es soll man eigentlich vom Fachmann machen lassen, aber wie gesagt, cooles Gerät. Und meine Frage heute an euch, also meine Videofrage, weil ich denke mir, ich mache jetzt auch mal so Videofragen wie die großen YouTuber. Meint ihr, dass das Mandarin 2.01i, dass das iPhone und das Samsung Galaxy 2 von der Spitze der Smartphone-Märkte reißen wird? Und glaubt ihr, dass Apple seine Patentrechte an kugelrunden Handys irgendwie geltend machen wird? Ja, das ist meine Frage. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet nächstes Mal bei meinem nächsten Unboxing oder anderen Videos halt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss! Alles Liebe!